Hallo zusammen, ich bin Juliane. Ich bin hier auf der Rennstrecke in Brünn mit Markus Reiterberger, dem amtierenden Superbike-IDM-Champion. Wir sind heute schon ein paar Runden hier auf der Rennstrecke gefahren. Jetzt geht es um das Thema Fitness für Motorradfahrer, was ein sehr wichtiges Thema ist. Markus, wie wichtig schätzt du die Fitness für das gute und sichere Motorradfahren ein? Also ich finde Fitness sehr wichtig für das Motorradfahren. Erstens, damit man sich richtig bewegen kann auf dem Bike, muss man immer muskulös und fit sein, und im Falle eines Sturzes ist es sehr wichtig, dass man einfach sich nicht verletzt. Und wie bereitest du persönlich dich auf die Saison vor? Wie hältst du dich fit? Also am besten finde ich ist Motorradfahren, das allerbeste Training, und so nebenbei ab und zu mal im Fitnessstudio einfach mal ein bisschen Sport machen, viel Konditionstraining machen und nebenbei ein wenig Kraft. Genau, dann würde ich sagen, wir machen euch einfach mal die Übungen vor, dass ihr eine Anleitung habt, wie die funktionieren. Ihr müsst die nicht parallel mitmachen. Ihr macht die dann in der Wiederholungszahl, wie ihr die selber braucht. Ermitteln könnt ihr die auf www.bmw-motorrad.de/fit2ride. Da steht die genaue Anleitung drin, auch die Sachen, die ihr beachten müsst. Wir legen jetzt einfach los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und immer schön fit bleiben. Wir beginnen jetzt mit dem Beckenlift. Der Beckenlift ist super, um die Körpermitte zu stärken. Wir haben aber auch optimal die Beinmuskulatur und die Gesäßmuskulatur mit drin. Ganz wichtig für die Beinarbeit auf dem Motorrad, die ja enorm wichtig ist. Achtet bitte dabei darauf, dass ihr wirklich immer schön eine Linie mit Oberkörper und Oberschenkeln bildet und immer schön fest bleibt. Also Rücken und Bauch sind immer fest. Ihr könnt das Ganze vereinfachen, indem ihr beide Beine auf dem Boden lasst. Oder ihr nehmt ein Bein nach oben, streckt es also in Verlängerung zum Oberkörper und den Oberschenkeln geradeaus. Die Zehenspitzen zeigen zum Himmel und ihr senkt das Bein dann leicht ab und hebt es wieder an. Bei der leichteren Variante ist es wichtig, dass die Ausgangsstellung die komplette Linie von Oberkörper zu Oberschenkel ist und ihr dann den Körper leicht absenkt und wieder anhebt. Kommen wir zur nächsten Übung. Wir machen weiter mit dem Liegestütz. Super wichtig und super gute Übung für die Brustmuskulatur, für die Oberarmmuskulatur und für die Schultern. Wichtig dabei ist, dass ihr wirklich ganz fest in der Körpermitte seid, dass ihr eine gerade Linie bildet und nicht in der Hüfte einfallt. Ihr könnt es in zwei Varianten machen, einmal auf den Knien und einmal in der gestreckten Variante auf den Zehenspitzen. Viel Spaß damit! Die Hände sind etwas weiter als schulterbreit positioniert. Ihr geht langsam runter, berührt fast den Boden, aber kommt wieder nach oben, legt euch also nicht ab. Bauch und Rücken sind ständig angespannt. Achtet darauf, dass ihr auch nach einiger Zeit in der Körpermitte nicht absackt. Gut, wir machen weiter mit den Sit-Ups. Die Sit-Ups sind super wichtig für die Körpermitte, für die komplette Bauchmuskulatur. Ihr habt auch die Arme mit drin. Und schön hier auch die Halsstrecker. Wichtig dabei ist, dass ihr die Hände nur leicht an den Kopf anlegt und die nicht zu sehr in den Nacken nehmt und damit den Kopf zu sehr stützt oder den Nacken dann überstreckt. Die Hände sind nur leicht am Kopf seitlich angelegt. Ihr spannt den Bauch richtig schön an und kommt mit der Ausatmung nach oben. Der untere Rücken bleibt immer am Boden, ihr hebt nur die Schulterblätter ab. Wir machen weiter mit dem seitlichen Unterarmstütz, eine super Übung, um die komplette seitliche Körpermuskulatur zu stärken. Achtet bitte darauf, dass ihr während der Übung nicht mit der Hüfte absackt und dass ihr schön eine Linie von Oberkörper zu den Oberschenkeln ergibt. Schön eine Linie von Schultern bis zu den Füßen bilden, dann leicht absenken und wieder in diese Position kommen. Dabei immer mal wieder selbst kontrollieren, ob ihr in der Hüfte noch oben seid oder ob ihr nach einiger Zeit zu sehr absinkt. Die Unterarme sind bei dieser Übung unter der Schulter auf dem Boden. Ihr hebt euch dann vom Boden ab, bildet schön eine Linie von den Schultern bis zu den Füßen, senkt dann euer Becken leicht ab und hebt es wieder an in die Ausgangsposition. Wenn ihr eure Wiederholungen durch habt, dann wechselt die Seite. Weiter geht's mit dem Ausfallschritt. Der Ausfallschritt ist super, um die Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur zu stärken, was auch für die Beinarbeit auf dem Motorrad ganz wichtig ist. Wichtig dabei ist wirklich, dass ihr, wenn ihr tief geht, mit dem Knie nicht über die Zehenspitzen
rausragt und dass ihr immer einen festen Oberkörper habt, das heißt Bauch und Rücken sind immer angespannt. Kommt mit einem Fuß weit nach vorne, fangt die Bewegung ab und achtet wirklich darauf, dass ihr mit den Knien nicht über die Zehenspitzen herausragt. Diese Übung schult außerdem noch die Koordination, da ihr die Bewegung abfangen müsst und die Balance halten müsst. Um unseren Nacken zu kräftigen, machen wir jetzt eine Übung, die optimal geeignet ist, damit ihr auch bei zum Beispiel längeren Touren keinen verspannten Nacken bekommt und die Muskulatur einfach da auch schon ein bisschen drauf vorbereitet ist. Achtet wieder auf eine gerade Körperhaltung. Ihr könnt die Übung im Stand, aber auch im Sitzen durchführen. Die Hände bilden hier den Widerstand und der Kopf drückt mit der ganzen Kraft aus dem Nacken gegen die Hände. Ihr könnt die Übung entweder statisch machen, das heißt, ihr drückt gegen eure Hände, oder ihr macht sie dynamisch, indem ihr immer gegen die Hände drückt, dann wieder kurz entlastet, mit dem Kopf ein Stück nach vorne kommt und wieder gegen die Hände drückt. Beim Motorradfahren, man merkt es immer nach längeren Fahrten, es wird einfach auf Dauer anstrengend für die Unterarme und für die Handgelenke. Deswegen wollen wir jetzt eine Übung machen, um da die Muskulatur ein bisschen darauf vorzubereiten und zu kräftigen. Greift zunächst mit der rechten in die linke Hand. Da bildet zuerst dann die linke Hand den Widerstand und die rechte Hand drückt richtig fest gegen die linke Hand, sodass diese nach hinten nachgeben muss. Gleich darauf drückt dann die linke Hand gegen die rechte Hand, die dann den Widerstand bildet und so weiter. Wenn ihr eure Wiederholungen gemacht habt, dann greift ihr um und führt das Ganze nochmal mit der anderen Seite durch. Richtig schön fest. Ihr sollt die Anspannung richtig in den Unterarmen merken und in den Handgelenken. Wir machen weiter mit dem Reverse Push. Der Reverse Push ist eine super Übung, um die ganze obere Rückenmuskulatur zu stärken. Ihr braucht dazu eine Wand und ihr könnt selber entscheiden, inwieweit ihr noch die Beinmuskulatur mit beanspruchen wollt. Je nachdem, wie tief ihr geht, umso mehr ist die Beinmuskulatur auch noch mit drin. Wir haben unseren kompletten Rücken gegen die Wand und gehen jetzt schön tief, damit wir auch noch die Beine mit beanspruchen. Jetzt richtig schön fest mit den Oberarmen und dem oberen Rücken gegen die Wand drücken. Ihr könnt entweder durchgängig so fest wie möglich gegen die Wand drücken oder ihr entlastet kurz und belastet wieder. Die letzte Übung für heute wäre hier in dem Kraftzirkel die Kniebeuge. Die Kniebeuge beansprucht wieder hauptsächlich die Beinmuskulatur, die Oberschenkel und die Gesäßmuskulatur, hat aber auch den unteren Rücken mit drin, der enorm wichtig ist für die Haltung auf dem Motorrad. Ihr achtet wieder auf eine gerade Körperhaltung, senkt euren Oberkörper dann langsam ab, schön weit nach unten und immer darauf achten, dass auch hier eure Knie nicht über die Zehenspitzen rausragen. Tief nach unten und Oberkörper immer gerade lassen. Die Arme nehmt ihr schön mit nach vorne, wenn ihr nach unten geht. Die Füße sind etwa schulterbreit entfernt. Das waren jetzt unsere Übungen für das Fit-to-Ride-Programm. Ihr könnt jetzt von diesem einen Kraftzirkel noch einen zweiten und einen dritten davon machen. Damit seid ihr optimal vorbereitet. Achtet auch noch drauf, dass ihr die Koordination schult, dass ihr die Beweglichkeit schult und dass ihr euch vor dem Krafttraining ausreichend aufwärmt. Ein paar Ernährungstipps und alle weiteren Informationen zu dem ganzen Programm findet ihr auf www.bmw-motorrad.de/fit2ride. Da habt ihr alle genauen Infos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und immer fit bleiben.